herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal GamerCouts, nämlich Mario Kart 64. Dafür erstmal einen herzlichen Dank an meinen Kollegen, den Bob, dank dem ich dieses Spiel ausleihen konnte, um es für euch zu Let's Playen. Mario Kart 64 war der zweite Mario Kart Teil, erschienen nach dem SNES auf Heimkonsolen. Shigeru Miyamoto hat es entwickelt und es gab einige Features, die speziell zum Beispiel nur in diesem Mario Kart drin waren. So wurden in diesem Mario Kart zum Beispiel die Münzen, die es in späteren Teilen wieder geben sollte, abgeschafft, weil Miyamoto meinte, nee, die brauchen wir jetzt nicht. Aber es gab noch vieles mehr, das haben wir uns jetzt an. Und damit willkommen nochmal zum Let's Play Mario Kart 64. Wir drücken Start und fangen jetzt direkt an. Ich spiele es by the way auf meinem originalen N64, muss man dazu sagen. So, wir sind ein Spieler. Und wir spielen den Dings-Mode in 50 CCM. War das wirklich kompliziert? Werde ich gleich sehen, auch von der Grafik her. Weshalb wir definitiv eine 50 CCM machen. Es sind 4 Cups, wie ihr gleich sehen werdet. Wir spielen hier alle in 50 CCM durch. Und dann zeige ich euch noch den Battle-Mode, den es gibt. Und viel mehr gibt es in diesem Let's Play auch nicht. Wir fangen mal mit Toad an. Habe ich mich einfach dazu entschlossen. Und dann nehmen wir jeweils zwischen den 4 Cups. Wir fangen eben an mit Mushroom Cup. Im nächsten Part kommt der Flower Cup, dann der Star Cup und dann der Special Cup. So sieht's aus. Wir fangen an mit dem Mushroom Cup. Und was wird beim Bildschirm los? Wieso? Okay. Bildschirm? Geh mal die ganze Zeit an und aus. Das ist nicht sehr vorteilhaft bei Rennen. So, und jetzt werdet ihr gleich sehen, wie kompliziert das hier mal ein bisschen leiser tatsächlich ist. Und ja, das ist nämlich wirklich kompliziert. Hey, wieso geht der Bildschirm mir dauernd aus? Verdammt, das heißt hier, ey. Das ist nicht schön. So, jetzt hat gerade nicht mal Bildschirm ausgegangen, weshalb auch immer. Ja, es ist gewöhnungsbedürftig. Oh, verdammte Axt hier. Ich muss nach dem Rennglasbass hauen, was da eigentlich Sache ist hier. Aber das eine Rennen möchte ich euch jetzt. Alter! Ist das kompliziert, ey. Ja, ihr seht schon. Kompliziert. So, auch mit dem Sound müsst ihr ein bisschen erstmal befassen. Weil da, glaube ich, auch anfangs ein bisschen zu laut war. Und das ist natürlich nicht sinnvoll. Ich sage dem Sinn Zweck. Driften kann man in dem Game übrigens sehr gut. Also, wenn man es kann man sehr gut driften. Also das finde ich eine Sache, die in diesem Mario Kart sehr gut machbar ist. Anders wie zum Beispiel beim ersten Mario Kart fürs SNES, wo das Driften eine heilige Glückssache ist, ob das denn hinhauen sollte oder nicht. Mein Bildschirm setzt halt manchmal aus, was es ein bisschen kompliziert macht, ist halt und logisch zu fahren. Und das diese Reaktion auf diese Banane kam bisher spät. Aber okay. So. Insgesamt, ihr seht es ja von der Grafik her, es macht einfach tierisch Spaß zu spielen. Auch wenn es so umständlich ist und man öfter mal Bananen oder sowas übersieht. Wie zum Beispiel, upsala, jetzt macht es trotzdem einfach sehr viel Spaß. Und das ist ja wohl die. Gott! Kann der Bildschirm mal aufhören, die ganze Zeit. Sag mal. Wohin muss ich denn hier? Ach du Scheiße, ey. Ich war Dritter und jetzt werde ich Sechster. Wegen diesem beschissenen Bildschirm, der dauernd ausgeht. Ich weiß nicht, was mit meinem Bildschirm gerade los ist, aber irgendwie geht er dauernd aus. Gott, die Bananen, all das sieht man einfach erst so spät. Das ist das Witzige daran.
verdammt, ist die halt echt nicht gesized, weil wir sind das halt gewohnt durch Mario Kart 8 oder so, dass man das alles direkt sieht. Aber ich kann halt auch irgendwie nicht so richtig ausweisen, ich weiß auch nicht. Es ist... Alter, dieses Item, damit zu fahren, ey, das ist ja kompliziert hier, ey. Ja, sie ist das Game übrigens, oh Gott, das weiß ich leider nicht auswendig, ist aber so ein bisschen her, aber es ist wie gesagt auf den N64er Scene, hat es auch besser verkauft sogar als das, ein kleines bisschen besser als das Original Mario Party damals eben noch auf dem NES, SNES, oh Gott, die letzte Sekunde überholt, Alter, wie unverdient, war das Mario? Natürlich war das Mario, immer der Mario, der einen meint, überholen zu müssen, ey. Es ist ja mies. Aber dritter Platz kann man, denke ich mal, abstempeln. Ist soweit voll in Ordnung fürs erste Rennen. So. Keine Ahnung, was gerade mit meinem Bildschirm los war, weil der Konverter hat eigentlich genug Strom dafür. Also müsste es eigentlich funktionieren. So. Nächster Cup. Übrigens, die erste Strecke haben wir so ähnlich auch schon gekannt, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das jemandem aufgefallen ist. Und die kennen wir auch. Es sagt nur Kumu-Weide. Gott. Und da sehen wir schon relativ lustige Parallelen, wenn man bedenkt, wie die damals so waren. Und wie die ganzen Strecken einfach jetzt in Mario Kart 8 Deluxe-Zeiten sind, sieht man halt schon, finde ich, einen krassen Unterschied. Aber ich finde, das ist witzig. Und irgendwie auch cool einfach, ne? Wenn man mal so darüber nachdenkt. Es gibt drei Runden übrigens auch so genauso wie ja, heutzutage auch, aber man kann eben keine Münzen als Items bekommen. Und noch ein Item, was die bei dem Mario Kart hatten und erst im Mario Kart 8 Deluxe im Battle Mode wieder einführen sollten, die Feder, die Leute wegcrasht. Wurde erstmals hier in den Mario N64 eingeführt. Ah, verdammt, ey, diese Feder. Und jetzt dieser Toad da hier, den man quasi, wenn er in seinem Red Boot gerade ist, quasi so gut wie unsteuerbar ist und so fährt, als ob er Silly unterm Hinter hätten. Und was war jetzt hier gerade los im Henker? Ich habe keine Ahnung. So, die Red Cells gibt es auch heutzutage noch. Und hier, was sind natürlich unsere letzte Runde? Also, dass man Bildschirm manchmal ausgeht, das ist ein Mario Kart-Titel. Gerade wenn man Mario Kart zockt, halt so ein bisschen mies. Wenn ich darüber nachdenke, glaube ich, ist nicht nur ein bisschen mies. Aber es macht, finde ich, einfach Spaß. Und ja, meine selbe Mario Kart 8 DS, Mario Kart 8 DS, sage ich so, Mario Kart DS, was ich da immer schon jetzt habe, es ist zumindest für mich einfach eines hart zu sehen. Was aus so Originaltiteln wie, also was aus Mario Kart 8 zum Beispiel geworden ist, wie das früher halt mal war. Und ist mir erster geworden, das ist sehr schön. Also wisst ihr, was ich meine? Weil die Kumu-Weide kennen wir jetzt auf Mario Kart 8 Deluxe oder Mario Kart 8. Und hier ist eben die Originalfassung davon. Und das sind sehr schön zu sehen. Vor allem, dass die Kui hier eigentlich störend irgendwie durch die Gegend laufen. Das ist sehr schön. So. Dann machen wir weiter mit der nächsten Runde, ne? Wir arbeiten uns ja immer schon weit nach vorne, wobei der 50 CCM Cup eigentlich auch nichts anderes sein sollte, weil sonst sollte man sich echt Gedanken machen, wenn ich so drüber nachdenke. Und vielleicht ist es aufgefallen, ich hatte ja das Intro nicht und das habe ich bewusst so, denn beim ersten Part von einem Projekt lasse ich mein Intro ab jetzt immer weg, weil da quasi immer das Projektintro kommt und das meiner Meinung nach einfach wichtiger ist sozusagen. So, jetzt muss man sich halt überlegen, wo man hier hinfahren muss, so, damit man nicht komplett, upsalala. Also, wie gesagt, es hat Essen was, diese,
Oh Gott, das ist eine Abkürzung gewesen, wenn man die nehmen könnte. Also es hat Essen was, diese alten Mario-Titel zu spielen. Weil die das haben einfach alles, was da drin ist, ne? Das finde ich jetzt richtig, richtig cool. Aber ich merke so langsam, mein altes N64 kommt halt, auch wenn ich mir das erst vor 2 Jahren gekauft habe, ist es einfach älter und kommt langsam auch in seine Tage. Ne, weil, ja, der Bildschirm flimmert ein bisschen. Dadurch, dass ich mein N64 angeschlossen habe, lässt man es mal mit einfach kurz fahren, so wie jetzt, so. Das seht ihr natürlich alles nicht, weil das bei euch nicht so ist. Ich bin bei mir im Bildschirm so, weil in der Aufnahmesoftware konnte ich das zum Glück fixen, dass es dem da nicht so ist. Halleluja. Und deshalb fahre ich eben genau nur 50 CCM, weil die ganze verpixelte Grafik und alles, die ansonsten einfach sowas von nicht gewöhnt sind und ich mir da nur irgendeinen Krampf antun würde, weil ich definitiv nicht irgendwie gut spielen würde, beziehungsweise als halt einfach gut werde, weil würde es 100 oder auch 150 jetzt nehmen, da würde es jetzt auf den letzten Platz rumkratzen und so kratzt es auf den zweiten Platz rum, ne? Was, jetzt denkt ihr, was alles ist nicht erstaunlich, aber spielt das mal, oh Gott, und das bin ich dank meines heißen Bildschirms ins Kosovo gefahren, Alter, das ist doch schlimm. Aber es ist tatsächlich, es ist nicht so einfach. Ich würde sogar behaupten, dass Mario Kart fürs SNES, dadurch, dass das einfach nur 16-Bit hat und nicht in so eine, was war das jetzt hier? So ein Versuch von der coolen 3D-Grafik, dass alles übersichtlicher ist und man besser sehen kann, wo zum Beispiel die Welt endet und sowas, ne? Wisst ihr, was ich meine? Übrigens, SNES, ne, Super Mario Kart hieß es ja damals, kommt auch noch. Möchte auch der nächste Let's Play, was halt. Weil das sind also Mini-Projekte, die hat man innerhalb von 1-2 Wochen durch. Ne, ich meine, das Projekt hier wird 5 Parte fressen. Mario fürs SNES, das heißt, ich konnte 4 Parte. Also Mario Kart fürs SNES. Also, das sind alles so kurzweilige Projekte, die man einfach gut zwischen durchziehen kann, wenn gerade nicht viel los ist oder so. Und dafür sind die halt meiner Meinung nach. Nicht ins Wasser fahren, nicht ins Wasser fahren. Gut. Relativ gut. Verdammt. Genau. Werde ich ja auch von allen Seiten bombardiert hier und flambiert und überhaupt. Dann werde ich jetzt 5., 4., 5. Nein! Ach, Alter, Psy-Bildschirm. 7. Das kann doch wohl nicht wahr sein hier. 8. Weißt du, das ist nur wegen des heißen Ausfallen von meinem Bildschirm. Alter. Das ist schlimm. Was hat denn das Ding hier? Ich weiß nicht, weshalb mein Bildschirm manchmal ausfällt. Wie bleibt denn das einfach behalten? Ihr und alles ist gut. Ich muss mir erst nochmal anschauen. So. Was ist jetzt hier eigentlich los? Richtig. Weil das ist nämlich übrigens noch was. Wie ihr jetzt schon sehen könnt. Das gab es bis jetzt, glaube ich, auch nur in diesem Mario Kart. Denn wenn man schlechter als 4. Platz wird, muss man das Rennen nochmal fahren. Deshalb müssen wir es hier auch an dieser Stelle nochmal fahren. Das ist einfach generell so. Das wird uns wahrscheinlich öfters mal zum Verhängnis, aber das ist halt auch ein Feature, sage ich mal, was es einfach nur in diesem Mario Kart gab. Und danach einfach nicht mehr. Und da ich 8. geworden bin, dementsprechend definitiv schlechter als 4. Platz geworden bin, muss mir dieses Rennen hier eben nochmals fahren. Und ich glaube, es hätte dann quasi nur das bessere Ergebnis, so viel ich weiß. Glaube es. Aber da bin ich mir nicht 100%ig sicher, ob dem jetzt tatsächlich so ist oder nicht. Also auch wenn man übrigens gegen Bäume fährt, ihr seht so ein Mario Toad, whatever, tut allergisch dagegen reagieren. Und dieses eine Item hat mit Mario Kart DS so ein dieses Fragezeichen-Box-Item, was man einfach irgendwo hinschmeißt, sozusagen. Wo es auch vorhin schon drauf reingefallen bin. Sowas ist natürlich auch höchst interessant. Denkt mir halt so im ersten Augenblick nicht dran, weil es danach einfach dann quasi nie wieder kam. Und wie es jetzt mein Bildschirm wieder aussetzt und ich beinahe ins Kosovo gefahren bin, ich weiß es nicht. Aber ihr müsst euch vorstellen, jetzt hinter am Bildschirm, der alle paar Sekunden einfach mal kurz schwarz wird. Ihr könnt euch vorstellen, das kann halt
die Sense stören. Wenn er gerade in Raids Mode ist und überholen möchte. Wenn er ein bisschen schwarz wird. Ja, es ist nicht so lustig. Aber jetzt den Stern, den verwenden wir einfach mal jetzt hier. Stern gab es das schon, glaube ich, seit dem ersten Mario Kart tatsächlich. Jetzt bin ich hier gegen den Block. Also, Alter, ich muss erst dringend bis zum nächsten Part schauen, was mein PC, der, was mein Bildschirm, dass der nichts schwarz wird. Weil ich dachte, das ist. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, ihr seht es ja selbst. Grafis Mai ist halt ein 64-Grafik, aber das hat dazu seinen eigenen Charme, ne? Genauso wie jetzt zum Beispiel das Mario Super Mario Kart fürs SNES halt wieder cool wird, weil es Retro ist. Und das glaube ich auch nochmal cool werden, so in etwa. Und das auf der Original N64 zu spielen, auch wenn es kein Röhrenfernseher ist und mit Konverter angeschlossen ist, macht es trotzdem einen tierischen Spaß. Und das kann ich erst allen von euch. Geh doch an! Wie lange ist der Bildschirm jetzt einfach noch aus hier, Alter? Der war 10 Sekunden aus. Vielleicht da irgendwie letzter Wert ist ja auch klar. Ich glaube, hier hakt's. Komm, ich muss Dritter werden. Sonst kann ich die ganze Scheiße nochmal machen hier. Fünfter, nein! Nein, also ob ich das jetzt nochmal fahren muss. Irgendwann ist ein bisschen im Bildschirm. Und das im ersten Part, Alter. Natürlich muss ich nochmal fahren. Ah! Scheiß Bildschirm. Meine, was ist denn das? Wenn ich quiet gehe, fliege ich jetzt ganz raus, ne? Verdammt! Tut mir leid. Wir müssen es nochmal. Alter! So unverdient, ey! Ich kann mich wieder tierisch lang aufregen über meine Technik. Ja, was soll's. Dann ist es halt dieser Fehlpart mit dem schwarzen Bildschirm. Und der wird schon wieder schwarz, Alter. Was ist denn das? Das ist HDMI 6.net oder was hier? Ey, das macht mir erst ein bisschen Angst hier. Wie soll ich denn Retro Space aufnehmen, wenn sobald ich meine N65 anschließe, der Bildschirm regelmäßig Aussetzer bekommt? Also, hoffentlich ein letztes Mal, dass wir jetzt diese Strecke hier fahren werden. Ich meine, ich möchte betonen, das liegt wirklich an meinem Bildschirm, der schwarz wird. Weil ich dann quasi irgendwie fahren muss und probieren, auf gut Glück, dass ich die Bahn nicht verlasse, ne? Weil 5DCCM, wenn der Bildschirm funktioniert, ist das ein Witz und werde ich definitiv irgendwie nicht letzter oder sonst hier irgendwas, ne? Aber so kann ich das hier nicht ändern. Wenn der Bildschirm schwarz wird und alle meinen mich überholen, sind da ein paar blöde Zufälle, die zusammentreffen. Wie zum Beispiel jetzt, wo der Bildschirm auch schwarz ist. Und wenn er halt dann auf einmal ein paar Sekunden schwarz wird, haben wir halt ein kleines Problem, ne? Aber ich hoffe, dass ich das definitiv bis zum nächsten Part fixe. Und ja, es wird ein paar zu hochladen, wie da jetzt ist. Weil das, denke ich mal, auch mal ganz witzig für uns ist. Weil die sowas ja relativ selten erlebt. Aber wie gesagt, alles bis zum vierten Platz ist ja legitim und ist voll in Ordnung. Und darf man werden, sollte man werden, muss man werden. Dementsprechend müssen wir nur schauen, dass wir nicht letzter als vierter Platz jetzt ins Ziel kommen. Ich glaube, wenn man Bildschirm nicht kurz davor wieder meint, komplett rumzuheißen, sollte es funktionieren. Übrigens hatte ich ja gerade das Item, was ich gerade hatte, war ja dieses Upsalala, wie ist immer dieses heißt Dingerfeier, war ja dieses eine besondere Fragezeichen-Item, was ich nicht von den Rest unterscheiden kann. Ich weiß nicht, ob das N64-Kiddies damals konnten oder ob es die auch dauernd da drauf reingefallen sind. Ich kann es nicht sagen. Weil die Steuerung an sich ist ein bisschen empfindlich, weil N64, aber geht eigentlich voll. Ich meine, natürlich, man muss es dran gewöhnen, aber es geht. Ne, es gibt definitiv schlimmere Mario Kart Teile, steuerungstechnisch gesehen. Und da sehe ich natürlich, heutzutage wird man sich, wo bin ich jetzt eigentlich gegengefahren? Heutzutage wird man sich denken, so, warte, WTF,
nur 4 Cups, das ist ja hier Wahnsinn, wie wenig. Aber es ist für damalige Verhältnisse ging das voll klar. Weil, ich meine, ich kann das vorstellen, es war riesen umständlich, das zu programmieren. Und da waren sie halt froh, wenn die überhaupt so hier 4 zusammenstellen könnten. Halleluja. Jetzt haben wir die endlich auch mal als erste erledigt. Überfällig hier. Nach 3-mal fahren. Wo wir einmal den Bildschirm zu verdanken haben. Sehr gut. Jetzt haben wir noch eine Rennen vor uns, dann glaube ich. Alter, natürlich bringt mich das auf den ersten Platz rüber, weil nur das Beste dann quasi gewertet wird. Reicht leichter als Vierter, kann man nicht sein. Mehr oder weniger, was dann eben sehr gut ist. Wie gesagt, bekommt doch einfach dann keine Punkte mehr. Dementsprechend, ja. Haben wir jetzt die Wüste. Entdecken uns, hajo. Zum Glück ist das die letzte Strecke für den heutigen Part. So, natürlich bekommt man Bildschirm jetzt mal wieder Aussetzer, Punkte zum Start, aber ich entschuldige mich echt dafür. Ich hab keinen Fall wieso. Die ich immer auch so mehr oder weniger so von der Wii U und hier wird es dann wieder kompliziert, dass man auf der eigentlichen Strecke bleibt. Weil man sieht die halt einfach nicht, ne? Und ich darf halt definitiv nicht. Oh, die Red Cell, die kennen wir schon. Ich darf definitiv nichts lästern als Vierter ans Ziel kommen. Und gegen den Zug sollte es genau nicht gegen Dunksen, dass wir tendenziell lässt und hier überholen mich das eh alle. Aber ich finde, an sich hat diese Strecke schon was. Die gab es so, glaube ich, noch auf den 3DS, wenn mich nicht alles täuscht. Aber diese verspätete Reaktion erst auf diese Bananen. Ich sag's euch, Leute, die ist total, aber wirklich auch total verwirrend. Wenn man eine Banane schmeißt, dann irgendwie 5 Minuten später erst so sagt, oh Gott, da war was. Und dann auf einmal, bleh, rutscht man dann an dieser Banane aus hier, ey. Ich sag's euch. Also, ich hoffe erst, dass diese bescheuerten Bildschirmprobleme hier bis morgen fixen kann. Aber ich frag mich erst, waren das wirklich die Anfänger der 80 Kiddies? Weil zum Teil erkennt man ja gar nicht, wo die Strecke eigentlich endet und dieser langsame Sand hier losgeht. Ich meine, klar, man erkennt es an Farben. Aber wenn man nicht explizit drauf achtet, wird das halt auch kompliziert, ne? Oder es ist dann einfach kompliziert. Aber gerade tun wir ja als erster Platz durch die Gegengurken. Und lustig wird es dann erst bei so wirklich komplizierteren Strecken wie Bowsers Festung oder sowas, wo es dann total viele Kurven gibt und dann der Bildschirm dauernd aussetzt, ey. Ich sag's euch, Leute, das wird lustig. Das wird lustig dann. Nee, ich hoffe aber, dass das ernsthaft mit diesen Bildschirm-Aussetzern bis zum nächsten Part hinbekommen. Ich weiß nicht, vielleicht versteht das Ding nicht so ganz mit meinem Konverter oder so. Ihr habt letztlich nicht so weit ins Kosovo fahren, bitte. Keine Ahnung. Wieso das jetzt so ist, wo es ist. Wenn das nur auf geraden Strecken passiert, ist das da so Glück nicht ganz so schlimm. Und das jetzt irgendwie als letzter Platzende müsste noch sehr, sehr viel passieren. Oder irgendwie schlechter als Vierter ins Ziel kommen. Das ist einfach tendenziell rein logischerweise unwahrscheinlich. Eher glaube ich, dass ich jetzt tatsächlich wieder Erster werde. Angesichts dessen, dass da vorne auch in das Ziel ist. Und das ist eine Sache, die ist gut. Übrigens, eine Sache, die ich mir einfach nicht erwähnt habe. Unter den Charakteren an sich gibt Schnelligkeit und so weiter keine Unterschiede. Bis alle Charaktere sind gleich schnell. Das Einzige, was es in dem Mario Kart auch ein bisschen verändert, ist eben die Gewichtsklasse. Sprich, dass ein größerer Charakter wie Donkey Kong, wenn zum Beispiel Yoshi in Donkey Kong rammt, dass Donkey Kong den Yoshi wegschieben kann. Also Gewichtsklasse halt. Aber von der Schnelligkeit her sind alle Charaktere gleich. Da, ja, ist einfach so. Und Fahrzeugteile gab es da nicht wirklich viel zum Auswählen. So. Ja, und damit haben wir diesen Cup jetzt erfolgreich gelöst als erster Platz. Mit dem nächsten Cup geht es am nächsten Part weiter. Ich hoffe, dass ich bis dahin die Probleme geregelt habe.
ich bedanke mich ganz herzlich beim Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!